Hallo und herzlich willkommen zurück zu Ostwind. Ich bin Mr. Katafi, euer Let's Play in das Kaninchen. Und es ist schon ganz schön lange her, dass wir zusammen hier auf Gut Kaltenbach waren. Wir hatten dieses fantastische Spiel um Ostwind und seine Geschichte, wo er herkommt und welche Abenteuer wir zusammen mit ihm erleben können. Eigentlich ja abgeschlossen, aber es gab ein Update und da kommt scheinbar hier, ich weiß nicht, was in dem Update alles kam, aber es war ganz schön groß, 1,3 Gigabyte und Herr Kahn möchte mit uns reden. Und ich würde sagen, wir gucken doch einmal zusammen, was Herr Kahn da von uns möchte. Mika, schön dich zu sehen. Dich auch, Meister. Ich freue mich, wieder hier zu sein. Lauf schon zu Ostwind. Ich hoffe, du hast nichts verlernt. Was waren die drei Grundsätze, Mika? Balance, Koordination und Rhythmus. Mhm, gut, gut. Eine kleine Auffrischung. Schadet trotzdem nicht. Zuerst Balance. Es gibt mehr Arbeit für dich und Ostwind. Reite zu der blauen Markierung, die ich für dich platziert habe, stoppe dann innerhalb der Markierung und starte die Aufgabe. Okay. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das Spiel ein paar Dinge sich nicht gemerkt hat. Wir gehen nochmal zurück. Oh, haha, jetzt, so, dann... Da ist alles. So, wir haben hier noch neue Aufgaben mit Herrn Kahn. Einmal neu ausreiten und Bonusaufgabe. Aha. Und ich möchte mir gerne mal unser Fotobuch angucken. Das kenne ich noch gar nicht. Das scheint auch neu zu sein. Es gibt einen schönen Regenbogen an dem großen abgeholzten Gebiet. Der Regenbogen entsteht vor einem großen Wasserfall und kann schon von Weitem gesehen werden. Und der Wasserfall verbirgt sogar ein Geheimnis. Der Wasserturm, Hirche, Flugplatz, Wölfe, böse Wölfe, Waschbären, Ballonfahrt. Das heißt, wir müssen jetzt mal ganz, ganz viel uns umgucken, um die ganzen Fotosachen zu finden. Bei den Erfolgen sehen wir, dass wir schon alle haben. Fast alle. Es fehlen noch Schnitzereien von Herrn Kahn. Es fehlen Erfolge. Es fehlen Schnitzereien. Oh nein. Wir müssen noch mal ein bisschen rumreiten. Und ich würde sagen, wir kümmern uns erstmal um Ostwind. Dem scheint es nicht ganz so gut zu gehen. Der muss gestriegelt und gestreichelt werden. Bevor wir uns dann der... Oh Gott, du bist du... Da ist man mal eine Weile nicht da, Ostwind. Und schon bist du hier schon wieder so ein kleiner Dreck. Da ist ein Foto von Ostwind da hinten. Seht ihr das? Da ist ein Foto von ihm. So, wir müssen ihn erstmal hier schön sauber machen. Ist ja nicht in Ordnung. Du hast die harte Bürste. Oh. Nimm die andere. Dann tut mir ja leid, Ostwind. Ja, ich bin ein bisschen aus der Übung. Ich war schon lange nicht mehr hier, Ostwind. So. Den ganzen Dreck hier, der sich über die ganze Zeit angesammelt hat, hier wegmachen. So. Meine Güte, du Dreckspatz. Wo hast du dich denn schon wieder rumgetrieben, hä? Wo hast du dich denn die letzten Monate rumgetrieben, die wir nicht hier waren auf Gut Kaltenbach? Hat scheinbar auch niemand sich irgendwie um dich gekümmert. Kann das sein? Ich meine, hallo? Nur weil du vielleicht ein bisschen temperamentvoll bist. Vorsichtig, das ist ja, eine empfindliche Stelle. Jetzt sieht man dein Fell wieder. Sehr schön. Reicht? Ist okay? Zurück. Du solltest mit Ostwind ausreiten. Machen wir. Das tun wir. Denn es gibt ja zum Beispiel... Was möchtest Mika, du? Mika, du kommst gerade vom See zurück, oder? Weiß ich nicht. Stimmt, Meister, da ist es echt schön. Warum fragen Sie? Nun ja, ich habe da neue Aufgaben für dich. Cool, ich bin ganz Ohr. Ich auch. Ich habe dich mit deinem Handy herumspielen sehen. Warum machst du damit nicht ein paar schöne Fotos? Ja. Naja, der Empfang ist hier draußen so schlecht, dass ich mit dem Teil eh nichts anderes anfangen kann. Es gibt so viele tolle Motive in der Gegend. Ich werde dir grobe Hinweise geben und du musst das Motiv dann finden und fotografieren. Wenn du das Motiv gefunden hast, musst du stehen bleiben, um ein Foto machen zu können. Macht Sinn. Und es ist verwackelt. Jedes erfolgreiche Foto kommt dann in dein Fotobuch, wo du es immer wieder ansehen kannst. Bist du bereit für das erste Motiv? Das sind wir. Allzeit bereit, Meister. Allzeit bereit.
Fotoaufgabe. Der Fluss, der durch das abgeholzte Gebiet fließt, erzeugt an einem Wasserfall einen beeindruckenden Regenbogen. Du siehst ihn aber nur von einer Seite. Fotografiere den Regenbogen. Das tun wir. Wir fotografieren den Regenbogen. Auf geht's. Ich war schon lange nicht mehr rein. In Fotomission müssen wir das geforderte Motiv finden und dann fotografieren. Ja. Das Motiv wird auf der Karte angezeigt, wenn wir nahe genug herankommen. Okay. Um ein Foto zu machen, müssen wir innerhalb der orangen Markierung stehen bleiben. Ich bin sehr froh, dass du mit dir selbst redest und das alles erklärt. Wie war das denn? Oh Gott. Oh mein Gott. Ich weiß das schon alles gar nicht mehr. Wie war denn das? Ah. So war das. Ja, ich erinnere mich. So. Irgendwie konnten wir, so konnten wir auch springen. Und springen? Ja. Ja, und siehst du schon, bin ich wieder drin. So. Wir müssen, wenn ich mich nicht täusche, dahin. Hier müssen wir hin. Da sieht es, also müssen wir uns ein bisschen weiter noch hier halten und dann mal durch den. Immer noch hier rumstehen. Was ist denn das? Sieht immer noch aus wie Raps. Durchhatzen. Durch den Rapshatzen. Ostwinds Ausdauer ist erschöpft und er rennt erstmal wieder flummimäßig gegen einen Stein. Ach, er hat nichts verlernt in all der Zeit. Der Ostwind, der hat nichts verlernt. So, reiten wir denn richtig? Ja, wir müssen uns ein bisschen weiter nach links halten, rechts halten. Ach, das Kaninchen und seine Links-Rechts-Schwäche. Über den Fluss. Wow. Kannst du hochhüpfen. Was ist das da? Ach, das sind die Karnevalsbäume, die sich schmücken. Da ist der Regenbogen. Stopp. Das Fotomotiv muss hier irgendwo in der Nähe sein. Ich hab's. Da. Warte, kann man noch näher ran, dass der Regenbogen schöner ist? Wow, ist der schön. Warte. So, stopp. Kann ich jetzt? Wow, ist der schön. Das gucken wir mal so. Kein Empfang, wie wir sehen. So, wir können näher ranzoomen. Wir können aber auch, warte, so. Das ist schön. Sehr schön. Besser als das meiste im Internet. Das ist wirklich ein schönes Foto geworden, Mika. Du kannst dir deine Bilder jederzeit in deinem Fotobuch ansehen. Ja, Fotos machen. Uiuiuiui, wir können es jetzt angucken, ja. Oh, ist das schön. Geht das nochmal groß? Das wäre toll, wenn man die nochmal groß sehen könnte, aber es sieht schon wirklich schön aus. Ein bisschen dunkel. Hätte man den ISO-Filter ein bisschen höher stellen können, wäre nämlich die Blende länger offen gewesen und es wäre alles ein bisschen heller gewesen. Aber naja, vielleicht kann ihr Handy das nicht. So, das sind die Fotoaufgaben, die wir jetzt haben und jetzt haben wir noch eine Bonusaufgabe. Mittlerweile solltest du die Gegend um Gut Kaltenbach in- und auswendig kennen. Kannst du den schnellsten Weg zwischen den beiden markierten Punkten finden? Nein, denn ich habe keine Ahnung mehr vom Gut Kaltenbach. Oh mein Gott, das wird so schief gehen. Und es ist auch noch schlechtes Wetter. Flugzeug! Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Wo bin ich denn? Wo muss ich denn hin? Ich habe keine Ahnung, wo muss ich hin? Weiter so, Ostwind! Mal das Sprung. Da hinten muss ich hin. Okay. Darunter oder so? Hier entlang? Ja, Ostwind auch so ist erschöpft. Muss damit leben. Lebt damit, Ostwind! So. Gott, ich hab doch gar keine Ahnung von dem Hut. Ernsthaft. Das zählt ja natürlich nicht. Jetzt geht es in eine ungefähr. Ja, hätte ich drüber springen können, Ausdauer zu bekommen, ne? Hätte. Dabei haben wir Ostwinds Ausdauer doch eigentlich auch schon ganz schön weit. Ja, erhöht, glaube ich, oder? Kann ich die Karte aufrufen? Ich habe nicht mal eine Ahnung, wo ich hin muss. Keine Ahnung. Wir reiten einfach hier entlang. Wird schon passen. Ich weiß auch gar nicht, ob wir hier die anderen 9 fehlenden Schnitzereien noch entdecken könnten. Ich glaube aber nicht. Haha, perfekt. Und dann erstmal flummimäßig hier gegen die Steine holzen. So. Darunter. Das sieht gut aus. Wir haben noch 3 Minuten. Und ich glaube, wir sind schon ganz da. Also ich würde sagen, wir sind schon ganz da. Aber wir müssen jetzt hier einen... Ach, doof. Wir hätten ein bisschen weiter links reiten müssen. Jetzt müssen wir hier über den Fluss irgendwie drüber kommen. Ach, das ist natürlich ein großer Umweg. Den hätten wir nicht nehmen müssen.
Ach, wie schlecht. Und da hätten wir drüben... Mika? Mika Ostwind, was geht? Ah! Bleib mal stehen. Ganz entspannt. So. Naja, hat ja nicht viel Zeit gekostet. Wow. Ist ja nicht so, als würden wir hier unter Zeitdruck stehen. So was wird doch nicht gleich wieder losliegen mit seinem komischen... gegen alles gegenprallen und rumbouncen. Komme ich da oben lang? Bestimmt, oder? Bestimmt keine Alpha-Wanne. Keine Alpha-Wanne. Natürlich nicht. Würde ich wissen, würde ich mich hier auskennen, wäre ich nicht ein halbes Jahr lang weg gewesen, würde ich das natürlich wissen, dass da eine Alpha-Wanne ist. Komme ich dem jetzt schon näher, oder? Also, ich meine, die Säule wird größer. Da vorne, okay. Da vorne ist die Zone. Die Zone, die wir suchen. Komm her, los, nochmal. Die letzten paar Meter mal sprinten. Das war wirklich sehr schnell, Mika. Aber schließlich ist das ja auch mittlerweile dein zweites Zuhause. Okay. Yay, geschafft. Zwei neue Fotoaufgaben. Uiuiuiuiuiuiui. Okay, pass auf. Wisst ihr, was wir machen? Wir machen noch eine der Fotoaufgaben. Die Wälder sind voller Hirsche. Du kannst sie kaum übersehen. Du erkennst sie sofort an ihrem mächtigen Geweih. Reite los, finde einen Hirsch und fotografiere ihn. Machen wir. Da ist nämlich dann die große Frage, die sich mir stellt, ob wir während der Fotoaufgaben nach Schnitzereien suchen können. Wenn das nämlich so ist... wir damit vielleicht unterwegs auch noch die restlichen Sachen finden, die uns noch fehlen. Jetzt müssen wir Hirsch finden. Wenn ich ein Hirsch wäre, wo würde ich mich aufhalten? Ich habe ernsthaft keine Ahnung, wo hier die Hirsche sind. Wirklich null. Bist du ein Hirsch? Nein, du bist Schuhe. Stiefel. Du bist Stiefel. Du bist Stiefel. Wo wäre ich, wenn ich ein Hirsch wäre? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, wie so ein Hirsch denkt. Die mit ihrem großen, schweren Geweih auf dem Kopf. Das würde ich als erstes ablegen. Ist ja voll anstrengend, das die ganze Zeit mit sich rumzuschleppen. Ich weiß auch nicht, ob wir noch Aufgaben haben, die wir zu erledigen haben, die wir irgendwo hier noch unterwegs finden könnten. Wissen wir, gibt es... vermutlich im dunklen Wald? Wir gucken mal noch hier hindurch. Durch diesen Wald. Vielleicht ist hier nochmal ein Hirsch zu finden. So auf einer etwas... da ist mal ein Hochsitz. Okay, Ostwind möchte da nicht hin. Da ist ein Hochsitz. Da. Da ist was. Ist das ein Hirsch? Das sieht aus wie ein Hirsch. Da ist auch eine Krippe. Eine Futterkrippe. Vorsichtig, das sind gleich zwei. Bisschen so. Warte, stopp. Wir müssen stehen bleiben, wenn wir ein Foto machen wollen. Nee, guck mal hoch. Sehr schön. Ja. Besser als das meiste im Internet. Das ist wirklich ein schönes Foto geworden, ja. Mika. Du kannst dir deine Bilder jederzeit in deinem Fotobuch ansehen. Können wir das? Wir haben noch eine Bonusaufgabe. Oh Gott, da wollte ich gar nicht hin. Ich wollte dahin. So, da haben wir. Das ist nicht mein Foto. Also, ich weiß, dass ich nicht perfekt bin. Aber, dass ihr mein Foto da... also, ich fände es schon schön, wenn ihr mein Foto da hingehängt hättet. Weil das hätte ja wirklich meins sein können. Aber das da ist nicht meins. Was für wunderschöne und majestätische Tiere. Und ich muss zugeben, dass so ein rührender Hirsch verdammt beeindruckend klingt. Das stimmt, der klingt wirklich beeindruckend. Ich werde lieber Abstand halten und lieber in Ruhe lassen. Das klingt auch wirklich schön. Jetzt gerade so im Herbst. Gut, es ist ja schon fast Winter, wenn man rausguckt. Aber so im Herbst, da röhren ja die ganze Zeit. Und das klingt echt schön abends. So,
Jetzt ist die Frage an euch. Ich möchte von euch wissen, wollen wir die Fotoaufgaben noch zusammen machen und auch die Bonusreitaufgaben, die es hier scheinbar noch gibt? In der Hoffnung, unterwegs die uns noch fehlenden neuen Schnitzereien zu finden. Was haltet ihr davon? Wollen wir das noch machen? Schreibt es mir doch mal in die Kommentare oder auch hier in der Umfrage, die jetzt hier oben rechts ist. Da oben, da ist jetzt ein i und da könnt ihr draufklicken und dann könnt ihr abstimmen, ob wir das Fotobuch voll machen wollen mit dem Wasserturm und den Wölfen und dem Flugplatz und den Waschbären und den Ballons und den Pferden und der Erholung und den Falken und der Wetterstation und den Füchsen und den Tieffliegern. Und noch ein Regenbogen und traute Zweisamkeit. Aha. Und ist das Kunst? Das auf jeden Fall. Das hier ist auf jeden Fall Kunst. Und ja, da ist die Frage, wollen wir das machen? Wollen wir noch ein bisschen auf Gut Kaltenbach umherreiten zusammen und diese Aufgaben erledigen? Ihr entscheidet. Für mich ist heute erstmal genug. Ich warte auf eure Aussagen und dann gucken wir weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Euer Kaninchen. Tschüss, tschüss. Hat dir das Video gefallen und du willst mehr sehen? Werde ein Abonnentchen. Bist du schon eines? So lass doch eine Pfote nach oben da. Danke.